Wussten Sie, dass es den tollen Grass Valley Codec völlig kostenlos gibt? Der ist richtig gut, denn er unterstützt 8- und 10-Bit-Farbraum, hat Alpha-Informationen, kann Auflösungen verarbeiten bis hin zu 8K. Und das Beste, er wird von vielen anderen Programmen unterstützt. EDIUS 10-Anwender sollten jetzt besonders die Ohren spitzen, denn es gibt eine Veränderung gegenüber den anderen Versionen. Hallo, ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Wir nutzen zum Beispiel den Grass Valley Codec in Programmen wie Adobe After Effects oder auch in der Standalone-Version von Mercalli 5. Damit lassen sich Videoclips hervorragend stabilisieren. Und da wir in der Regel mit EDIUS arbeiten, ist es natürlich hilfreich, wenn wir gleich den hauseigenen Codec benutzen. Und jetzt komme ich auch schon direkt zum Knackpunkt. Wenn Sie schon mit älteren EDIUS-Versionen gearbeitet haben, wie 7, 8 oder 9, dann wurde der Grass Valley Codec automatisch mitinstalliert. Dadurch konnte er in anderen Programmen direkt verwendet werden. Bei EDIUS X bzw. EDIUS 10 hat sich das geändert. Der Codec wird nicht mehr automatisch mitinstalliert. Natürlich steht er Ihnen innerhalb von EDIUS zur Verfügung. Aber wenn Sie andere Programme benutzen möchten, dann taucht der Codec bei Ihnen vielleicht nicht auf. Schauen wir uns das direkt in der Praxis an. Ich habe hier Mercalli SAL gestartet, habe einen Clip drin, habe diesen stabilisieren lassen und möchte diesen Clip jetzt exportieren. Dazu müsste ich jetzt eigentlich nur auf Export starten gehen, aber ich kontrolliere vorher den eingestellten Codec. Dazu gehe ich hier auf Einrichten. Und hier bekomme ich verschiedene Codecs zur Auswahl. Und bei mir hier taucht der Canopus HQ und HQX Codec auf. Das kann auf Ihrem System aber ganz anders sein. Denn ich habe den Codec zusammen mit EDIUS 9, was auf meinem Rechner parallel zu EDIUS X läuft, automatisch mitinstalliert. Hätte ich nur EDIUS 10 auf meinem Rechner, hätte ich den Codec extra installieren müssen. Wo Sie den herbekommen, zeige ich Ihnen gleich. Wundern Sie sich bitte nicht, dass hier Canopus steht. Das war das ursprüngliche Unternehmen, was EDIUS entwickelt hat. Hier kann ich also jetzt ganz normal den Canopus HQX Codec wählen, um zum Beispiel jetzt meinen Videoclip in 4K zu exportieren. Die gleiche Situation hätte ich auch in anderen Programmen, wie eben Adobe After Effects. Nach dem Export könnte ich dann den Clip direkt in EDIUS importieren und da es der hauseigene Codec ist, habe ich damit die beste Performance für meinen Videoschnitt. Das war es auch schon. Ich zeige Ihnen jetzt, wo Sie den Grass Valley Codec herbekommen. Wie gesagt, er ist völlig kostenlos und kann auch verwendet werden, wenn Sie EDIUS selbst nicht nutzen. Wir machen es Ihnen einfach. Besuchen Sie einfach unsere Webseite filmpraxis.de oder klicken Sie auf den Link unterhalb des Videos. Hier bieten wir Ihnen die besten Produkte für die besten Filme und wir haben hier einen relativ großen Servicebereich. Dort gehen Sie bitte drauf und dann wählen Sie hier unter Download und Links den Download-Bereich. Hier finden Sie eine Zusammenstellung von kostenloser Software, Software-Updates wie zum Beispiel für EDIUS, Testversionen und vieles mehr. In dem Fall klicke ich hier auf Codecs und gelange direkt hier zu zwei Links. Mit dem oberen Link kann ich das Codec-Paket für Windows herunterladen und mit dem unteren Link lade ich das Codec-Paket für Mac-Programme herunter. Klicken Sie einfach darauf. Wenn die Datei heruntergeladen ist, machen Sie einfach einen Doppelklick darauf und installieren das Codec-Paket. Wichtig zu wissen ist noch, wenn Sie nicht mit EDIUS 10 arbeiten, sondern mit älteren Versionen, wie zum Beispiel EDIUS 7, EDIUS 8 oder EDIUS 9, dann dürfen Sie dieses Codec-Paket nicht extra installieren, denn es wurde bereits automatisch mit EDIUS installiert auf Ihrem Computer. Abschließend möchte ich Ihnen noch den Tipp geben, wir haben hier noch ein White Paper verlinkt. Dort finden Sie weitere Informationen zum Grass Valley Codec, zum Beispiel wie das Ganze hier aufgebaut ist, welche Formate möglich sind und können sich dann noch ein bisschen reinlesen. Sollten Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mich oder mein Team an. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann geben Sie meinen Daumen hoch und ich freue mich schon auf mein nächstes Video, denn da gehe ich ein ganz spezielles Thema an. Damit Sie es nicht verpassen, abonnieren Sie am besten unseren Kanal. Tschüss, machen Sie es gut. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.